Hallo und herzlich willkommen zur Naturheilschule im Gespräch. Mein Gast ist heute Petra Nadolny. Hallo Petra. Hallo Attila, schön, dass ich dabei sein kann. Wir sprechen heute über Hochsensibilität in der Partnerschaft. Ja, kannst du uns einfach mal zum Einstieg ein paar Gedanken geben? Was sind so die typischen Herausforderungen, wenn jetzt zum Beispiel einer der beiden Partner hochsensibel ist und der andere nicht? Oder was sind die Herausforderungen, wenn beide hochsensibel ist? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also erstmal vorab, wenn einer oder beide hochsensibel sind in einer Partnerschaft, ist jetzt nicht unbedingt, die haben nicht andere Probleme als zwei normal sensible Menschen. Also das ist schon mal gleich. Das Problem in Anführungszeichen ist, wenn ein Partner hochsensibel ist und der andere nicht. Und das werden ganz viele bestätigen können, auch außerhalb der Partnerschaft. Also der nicht hochsensible, der normal sensible Partner kann sich oft ganz schwer hineinversetzen in den Hochsensiblen. Also wir haben oft dann die Probleme, dass derjenige sagt, ist doch nichts, ne? Stell dich nicht so an. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, gewöhnst du dich dran. Also dieses Nicht-Verstehen, was in dem anderen vorgeht, kann ich aber auch wiederum umgedreht, das ist genauso. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht verstehen, dass mein Partner, dass dem das überhaupt nicht stresst, stundenlang Auto zu fahren. Das wäre für mich Horror ohne Ende. Ihn stresst es gar nicht, kann ich dann auch wieder nicht nachvollziehen. Also dieses sich in den anderen hinein zu versetzen, ist schon schwieriger. Man kann zwar drüber reden, und das ist auch ganz wichtig, dass man dem Partner erklärt, wie es einem geht und was man macht oder warum man so reagiert. Aber dieses Erklären, es ist meine Erfahrung, führt nicht dazu, dass der normalsensible Partner jetzt hundertprozentig das nachvollziehen kann, wie es dem Hochsensiblen ergeht. Es ist allerdings auch, es hat natürlich auch eine ganze Menge Vorteile. Wenn wir jetzt mal bei dem Hochsensiblen und dem Normalsensiblen bleiben. Das, was ich eben gesagt habe, ist schon ein großer Nachteil, aber es hat natürlich auch eine Menge Vorteile. A, kann der Normalsensible Dinge übernehmen, wo der Hochsensible extrem gestresst ist. So, es kommt aber eine Einschränkung. Das ist jetzt kein Freifahrtschein für uns Hochsensible, so, oh, mach du mal, sondern es ist wirklich, ja, sollten eigentlich, also ich empfinde es so, es sollten Ausnahmen bleiben. Also man sollte als hochsensibler Mensch schon Dinge, die einen unheimlich stressen, erstmal zumindest probieren und dann immer noch sagen, so übernimm du jetzt mal, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Auszeit. Also es ist kein Freibrief von wegen, oh, das kann ich sowieso nicht, mach du mal. Weil auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn wir einen normalsensiblen Partner haben, wir müssen uns immer so ein bisschen aus unserer Komfortzone heraus bewegen. Was jetzt im umgedrehten Fall, es ist eine Partnerschaft mit zwei hochsensiblen Menschen, die bleiben immer so in ihrer Komfortzone und möchten den Stress meiden. Also es ist keiner, der jetzt unangenehme Dinge für einen Hochsensiblen mal übernimmt. Und oft bleiben sie dann so in ihrer Ruhezone. Also es wird nie passieren, dass wenn zwei Hochsensible da sind, dass sie sich mal dorthin bewegen, wo sie eigentlich, was Stress für sie bedeutet. Meinetwegen, einen Jahrmarkt, ein Schützenfest. Ganz viele Menschen, Gedränge, wird man seltener erleben, dass dort zwei Hochsensible dann dort langgehen. Wenn es jetzt ein Paar ist, wo ein Normalsensibler dabei ist, der dort gerne rübergehen möchte, würde wahrscheinlich der hochsensible Partner es dann doch schon eher machen. Mhm. Also das sind jetzt mal so im Groben so die Vor- und Nachteile einer Partnerschaft mit einem Hochsensiblen oder wo beide hochsensibel sind. Und was empfiehlst du jetzt zum Beispiel nicht hochsensiblen Menschen in einer Partnerschaft? Wie können sie ihrem hochsensiblen Partner am besten helfen? Wie können sie ihm unter die Hände greifen? Wie werden sie überhaupt darauf aufmerksam, dass der Partner hochsensibel ist? Das merkt man. Das merkt man hundertprozentig schon alleine deswegen, dadurch, dass man
ja viel, viel mehr Ruhephasen braucht, viel schneller gestresst ist. Man kennt vielleicht die Aussage, auch so als Kind, du bist aber empfindlich oder stell dich nicht so an. Ne? Stell dich da nicht so an, mach das. Und das ist bei dem Erwachsenen ganz genauso. Also das ist, man als nicht, also als normal sensibler Partner wird man das schon merken, dass sein der Gegenüber oder der Partner extrem schnell gestresst ist. Und das merkt man, wenn der Partner gestresst ist, dass der Partner, der hochsensible Partner, viel mehr Ruhe braucht, viel mehr Schlaf braucht. Und vor allem, dass der hochsensible Partner ja auch nicht so spontan auf irgendwas reagiert. Und auch, es gibt auch viele, viele Hochsensible, die ein Problem mit Nähe haben, die ganz lange brauchen, bis sie überhaupt die Nähe oder diese Partnerschaft zulassen. Also nicht sofort so ja, in eine Partnerschaft gehen, sondern eigentlich erstmal so, ich hätte jetzt fast gesagt, das Für und Wider der Partnerschaft abwägen. Aber man merkt schon, dass man jemanden dabei hat, der eben nicht, der, ich sage es einfach mal, der empfindlicher ist. Und was kann man dann tun für den Partner? Ganz wichtig ist sprechen. Ganz wichtig ist darüber reden und es auch annehmen. Also es nicht als abtun, sondern es wirklich glauben, was der hochsensible Partner sagt. Wenn ich sage, ich brauche mehr Schlaf, dann brauche ich mehr Schlaf. Dann kann mein Partner nicht sagen, da gewöhnst du dich dran und mach mal 3 Tage durch und dann ist das alles nicht mehr so schlimm. Oder wenn ich sage, mich stört dieser extreme dieser Geräuschpegel, den ich um mich habe, wenn ich meinetwegen im Jahrmarkt bin oder zum Schützenfest gehe. Stell dich nicht so an. Nein, also ganz wichtig ist es zu akzeptieren, es anzunehmen, es einfach zu versuchen, da vielleicht einen Kompromiss zu finden. Dass man sagt, okay, wir gehen jetzt über den Jahrmarkt, aber eben nicht so lange. Statt 2 Stunden sind wir vielleicht nur 1 Stunde oder vielleicht auch nur 1/2 Stunde da und der Partner geht entweder vielleicht alleine nach Hause und der andere bleibt noch da oder, also, dass man Kompromisse findet, dass man wirklich bereit ist, dem Partner zuliebe, beide Seiten, dem Partner zuliebe, gewisse Kompromisse einzugehen, die aber noch machbar sind. Also ich erwarte jetzt, ich rate niemanden wirklich bis an seinen absoluten Stresslevel zu gehen, aber solange es noch irgendwo möglich ist und man muss sich ja nicht in Watte packen. Es muss ja nicht so sein, so, oh, da bin ich dann gleich gestresst und da gehe ich gar nicht hin, sondern dass man, gewisses Stress ist ja auch nicht schlimm. Wenn ich einen leichten Stresslevel habe, passiert ja auch nichts. Dann weiß ich kann hinterher ja wieder zur Ruhe kommen. Also, dass ich wirklich, dass beide aufeinander zugehen, dass beide Kompromisse starten, dass der eine so ein bisschen aus seiner Komfortzone kommt und der andere eben die Zeit, die für den hochsensiblen Stress bedeutet, ein bisschen einschränkt. Also ganz wichtig ist reden. Ich finde generell, dass in einer Partnerschaft reden wichtig ist und dass das viel zu kurz kommt. Und das Problem in einer Partnerschaft ist vielleicht auch noch der hochsensible Mann. Weil wir leben in einer Zeit, wo vielleicht so Gefühle, also Emotionen und wird eigentlich eher so der Frau zugeschrieben. Die darf emotional reagieren. Ein Mann darf das nicht. Ein Beispiel, ich war mal auf einem Seminar, da war auch ein Mann und der erzählte dann, da ging es um Weinen in der Öffentlichkeit und der erzählte dann, dass er seinen Kindern also sofort gesagt hat, sie dürfen niemals in der Öffentlichkeit weinen. Das fand ich so schlimm und wenn ich das dann schon gerade Jungs wird das ja dann als Kind schon beigebracht, dass sie, ja, sie müssen halt einfach stärker, härter sein, ne? Sie müssen die Familie beschützen, dieses traditionelle Männerbild, das bröckelt ja schon so ein bisschen, aber wenn ein Mann sehr sensibel ist und sehr leicht gestresst ist und sehr, ja, emotional ist,
ist nicht unbedingt das Männerbild, was ja, so die Gesellschaft vorschreibt. Also das stelle ich mir schon sehr, sehr schwierig vor. Und wie kann da zum Beispiel eine Partnerin helfen? Wie kann sie das dann zum Beispiel abfangen? Naja, also erstmal wird die Partnerin mit Sicherheit, sie kennt ihn ja so. Also das heißt, ich möchte nicht, wenn ich eine Frau bin, die einen Mann möchte, der mich beschützt, der ja so der Fels in der Brandung ist, dann komme ich mit diesen Menschen mit Sicherheit schon mal gar nicht zusammen. Also das ist schon mal ein Vorteil, dass die Partnerin ihn ja so kennenlernt. Es sei denn, dass der Mann versucht, ich hätte jetzt fast gesagt, ein Spiel zu spielen, nein, aber sich anzupassen, sich wirklich dem Männerbild anzupassen, das geht, aber es geht nur bis zu einer gewissen Zeit und dann geht es eben nicht mehr. Das ist natürlich das Risiko, dass die Frau den Mann dann ganz anders kennenlernt, aber also ich sehe die Chance, dass die Frau den Mann wirklich so kennenlernt, wie er ist, eigentlich größer, weil ich glaube, man kann sich nicht auf Dauer verstellen. Das ist sehr, sehr stressig, sehr anstrengend. Also A, wird die Frau den Mann ja so kennenlernen, dass er eben sehr emotional ist, dass er sehr sensibel ist. Und da gilt wieder dieses Sprechen, Reden. Auch ein hochsensibler Mann muss eben über seine Hochsensibilität reden. Und dann ist es halt so, es gibt so viele Frauen, die mittlerweile eben der Fels in der Brandung sind. Es sind so viele Frauen, die ihren Mann stehen. Ja, gerade in der Zeit, es ist ja so, dass die Frauen wirklich in der Zeit der Gleichberechtigung, ne, dann ist es halt so, dass die Frau den Part übernimmt, wenn der Mann gestresst ist. Sehe ich jetzt auch nicht so das Problem. Wenn beide damit einverstanden sind, wenn beide darüber reden können, sehe ich das Problem überhaupt nicht. Das ist vielleicht unsere Gesellschaft, die das Problem ist. Und vielleicht ein ganz anderes Thema, aber hochsensible Menschen reagieren ja auch zum Beispiel auf Berührung ganz anders. Wie kann man damit in der Partnerschaft umgehen? Hochsensibilität und das Thema Umarmung, Berührung? Ja. Es ist... Also wenn ich jetzt einen Partner habe, wenn der eine Partner hochsensibel ist und der andere Partner so noch nicht mal Umarmung mag, es gibt ja auch Menschen, die das gar nicht mögen, mal so im Arm genommen zu werden, das ist ein riesiges Problem. Ansonsten, wenn der hochsensible Partner die Nähe zulassen kann, weil das ist auch ein Thema, er braucht schon eine längere Zeit, um Nähe zuzulassen. Weil Nähe ist natürlich auch Vertrauen. Ich muss mich öffnen. Ich muss mich so zeigen, wie ich bin. Und ich muss diesen Menschen hundertprozentig vertrauen. Das braucht bei einem Hochsensiblen etwas länger. Aber ansonsten so Umarmung, ja, weiß ich nicht. Also es gibt auch normalsensible Menschen, die Umarmung brauchen, die Nähe brauchen, die Berührung brauchen. Das, denke ich, ist völlig in Ordnung. Wie ich eben schon sagte, ein hochsensibler Mensch und ein Mensch, der Berührung und Gefühle eigentlich gar nicht so zeigen kann und gar nicht so mag, das wird nicht gut gehen. Das geht gar nicht. Was jetzt Berührung angeht, so dieses zusammen kuscheln und streicheln, da kann es unangenehm werden. Also da kann es aber dann nur dann unangenehm werden, wenn man zum Beispiel nur auf einen Punkt gestreichelt wird. Man sitzt vorm Fernseher abends und der Partner streichelt dann den hochsensiblen Partner und immer nur so auf einer Stelle. Das kann unangenehm werden. Das kann richtig wehtun. Also das passiert schon, aber gut, das kann man ja sagen. Das ist ja nicht das Problem. Also ich denke, das A und O ist einfach das Miteinander sprechen. Es ist aber auch, der Begriff von Liebe wird bei vielen Hochsensiblen aber auch anders gesehen. Also es ist mal eben mit jemand Sex zu haben, den man nicht liebt, ich denke, das wird bei Hochsensiblen schwierig sein. Es wird deswegen schwierig sein, sie können es sicherlich machen, aber sie
sie verarbeiten das Ganze ja noch. Also das heißt, man geht dann nicht getrennte Wege und dann war es das und es ist abgehakt, sondern es beschäftigt einen noch eine ganze Weile. Und ich glaube, man fühlt sich nicht so gut dabei, wenn da überhaupt keine Gefühle da sind. Also da ist also die Liebe sich sicherlich, die Gefühle, die da sein müssen, spielen bei den Hochsensiblen eine ganz große Rolle. Und kannst du uns vielleicht noch, du hast vorhin den Jahrmarkt genannt als Herausforderung für Hochsensible. Was wäre denn im umgekehrten Sinne ein Programm, das für Hochsensible sehr gut wäre und auf die Sie den nicht-sensiblen Partner sozusagen mit einladen könnten? Ja, das könnten Spaziergänge in der Natur, am Strand, in den Bergen, im Wald sein. Es können Museumsbesuche sein. Vorausgesetzt, es ist kein Museum, was überquillt von irgendwelchen Menschen. Also ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt bei einer Eröffnung oder bei einer Vernissage auftauchen, wo ganz viele sind. Aber normalerweise ist es ja so, wenn ich in ein Museum gehe, ich habe doch eher, es ist still, ich habe meine Ruhe und es sind nicht ganz so viele Menschen da. Weil ein hochsensibler Mensch ist zum Beispiel auch jemand, der Details sieht, also der aus einem Bild sehr viel mehr sehen kann als viele andere Menschen. Und da könnte man einfach mal ein kulturelles, also einen Museumsbesuch mit einbeziehen. Und auch da bin ich wieder, dass es nicht geht, wir machen jetzt nur noch Museumsbesuche, wir gehen jetzt nur noch in der Natur spazieren, sondern eben sowohl als auch, dass man sagt, okay, dann gehen wir jetzt mal über den eben genannten Jahrmarkt und danach machen wir halt einfach mal nochmal einen Spaziergang, nochmal eine halbe Stunde durch den Wald beispielsweise. Oder wenn wir in der Stadt sind, ja, wir machen halt einfach mal was Kulturelles, wo eben die Ruhe im Mittelpunkt steht und nicht so viele, viele Menschen dabei sind. Okay, liebe Petra, vielen, vielen Dank für diesen tollen Einblick in dieses Thema Hochsensibilität und Partnerschaft. Das Thema kann man ja auch bei dir lernen. Du hast einen wunderbaren Kurs vorbereitet. Kannst du ganz kurz nur in Bezug auf dieses Thema Partnerschaft uns ganz kurz ein paar Worte dazu sagen, wie du damit arbeitest im Kurs mit diesem Thema? Also das ist der letzte Block, der vierte Block. Und da bei diesem Kurs ja ganz viel oder hauptsächlich auch Therapeuten angesprochen werden und ich davon ausgehe, dass das bei einer, also wenn ein hochsensibler Mensch einen Therapeuten aufsucht, dass das vielleicht auch ein Thema sein kann, die Beziehung zum Partner, zum normalsensiblen Partner, habe ich das eben ein bisschen mit aufgebaut, wie ein, oder was kann ein Therapeut erwarten, welche Fragen können auf den Therapeuten zukommen und wie muss ich als Therapeut diesen hochsensiblen Menschen sehen? Schwierig, wenn der Therapeut eben auch normalsensibel ist und nicht hochsensibel. Also da versuche ich dann wirklich den Therapeuten zu zeigen, wie tickt ein hochsensibler Mensch, wo muss ich drauf achten, was ist eben anders, als wenn ich einen normalsensiblen Menschen mit Partnerschaftsproblemen in meiner Praxis habe. Okay, ja, vielen, vielen Dank, liebe Petra, für deine Zeit und diese tollen Erklärungen. Vielen Dank auch an unsere Zuseher und Zuhörer für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass du dabei warst. Dankeschön. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für das Interview und natürlich auch für alle, die zugeschaut haben. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.